Moin Matthias, meine Danke. Güte, hast du die drei Leicas aus der Garage geholt oder wo kommen die? Ja, tatsächlich, ich habe sie mir alle umgehängt. Sehr gut, ja. Sieht auf, steht dir auf alle Fälle. Die Frage ist doch, um was kümmern wir uns hier heute? Heute kümmern wir uns um die Q2. Ja, das wird leider nichts. Das gibt's doch gar nicht. Als ob sie es abwarten würden. Okay, noch ein Tick. Noch einer. Okay. Moin Matthias, sag mal, was hast du ausgeraubt? Eine Bank oder ein Fotogeschäft? Oder wo kommen die drei Leicas her? Das ist geheim. Aber ich habe drei davon. Sehr gut, ich sehe es. Du hängst auch ziemlich nach vorne, dank ja, der so Teile, ein bisschen, die irgendwie... Sie kaschieren meinen Bauch, aber es zieht doch ein bisschen nach vorne. Deswegen, ja. Erzähl mal, warum hast du sie dabei und worum kümmern wir uns heute? Also, ich habe sie dabei, weil wir schon mitbekommen haben, wir haben ja schon mal ein bisschen über die Leicas gesprochen. Und heute kümmern wir uns um die Q2, die wurde uns von Helmut zur Verfügung gestellt. Vielen lieben Dank dafür, Helmut. Und ich bin gestern damit losgegangen und habe damit fotografiert. Und meine Erfahrung dazu möchte ich euch heute einmal erzählen. Ja, sehr schön. Ich bin sehr gespannt. Nach dem Intro geht's los. Ja, Leica Q2, gerade jetzt die letzten Wochen wurde ja die Leica Q2 Monochrom vorgestellt. Wir kennen es ist die Q2 in normal, sage ich mal, weil der rote Punkt ist vorne dran. Leica typisch, nur bei der Monochrom jetzt weggelassen. Das Besondere, glaube ich, an der Kamera ist, dass sie ein fest eingebautes Objektiv hat, 28 mm. Mit was für einer Blende? 1,7. Okay, mit Offenblende 1,7. Ja. Gibt es einen Autofokus? Das kann ich gleich die Fragen stellen. Das ist Leica untypisch. Also zumindest, es ist ja ein bisschen angelehnt an das Leica M-Design, wie man sieht. Ja. Also die SL, die vorhin um meinen Hals gehangen hat, die sieht, das ist ja eine ganz andere Kamera. Ist auch, obwohl das der gleiche Sensor ist, ist es kein Konkurrenzprodukt. Mhm. Die hier ist wirklich an die M angelehnt, bis auf das halt, dass kein Wechselobjektiv da ist, sondern das feste. Und wir halten ein Autofokus-System. Wir halten ein Autofokus, genau. So, das kann man halt einstellen, dass sie automatisch fokussiert. Sie funktioniert sowieso vollautomatisch, wenn man es halt möchte. Ich habe sie die ganze Zeit in der Halbautomatik besucht. Okay. Ich hatte sie auch nur einen Tag und ich hatte jetzt nicht so die Zeit, um alles herauszufinden. Meine Wen ist interessiert, es gibt genügend Testberichte da, über die Q2 im Netz, bei YouTube. Und ich habe die halt, der Fokus war automatisch bei mir, aber die Blende habe ich selbst eingestellt. Also ich habe meistens rumgespielt natürlich mit der offenen Blende, mit 1,7 und habe abgeblendet bis 2,8 oder irgendwie was knapp über 2. Mhm. So, das war halt mein Arbeitsbereich. Bin damit gestern losgegangen mit Lisa und habe Porträts gemacht. Also es ging darum, das herauszufinden, wie macht sie sich im Porträtbereich. Da ist ja nun 28 mm eher eine untypische Brennweite, muss man sagen, für Porträt. Also ich hätte jetzt, wenn du jetzt auf die Straße gegangen bist für Streetfotografie, hätte ich gesagt, ja, auch ganz schön weitwinklig und man muss nah ran, aber bei Porträts ganz besonders. Wie war das so? Also es war ungewöhnlich tatsächlich. Also ich bin jetzt eher gewohnt, meine Lieblingsbrennweite bei Porträts ist 50 mm in den letzten Jahren, so früher als 85. Mhm. Irgendwie so zwischen dem Bereich, also zwischen 50 und 100 mm ist meine Standardbrennweite. Und das war schon ein bisschen anders. Ich habe auch im letzten Jahr habe ich auch viel mit dem 35 mm Objektiv fotografiert, also auch Porträts. Und das gab es sehr gut, als ich zu 28 gehört habe, ob das für Porträts geeignet ist. Aber es geht besser, als man denkt. Okay. Also es geht gut, man darf halt nicht zu nah rangehen. Also die Naheinstellgrenze bei den Messsucherkameras bei Leica sind das ja 70 cm. Wegen des Messsuchers, er kann halt nicht auf kürzere Distanz schärfer stellen. Aber der kannst du wirklich auf 30 cm rangehen und dann bist du schon exakt, also sehr, sehr extrem nah dran. So, das heißt, dann habe ich schon so diese erste wahrscheinlich weitwinklige Verzerrung des Gesichtes, die nicht ganz ausbleibt. Gleichzeitig sorgt aber natürlich wie immer, gehe ich nah ran, wird der Hintergrund unschärfer. Also den Kompromiss zu finden, ist ja wahrscheinlich die Krux an der ganzen Nummer. Das stimmt und ich glaube, das ist mir auch ganz gut gelungen. Also so auf eine gewisse Entfernung, irgendwie, ich sag mal so 2 Meter, ich habe ja auch Beispielbilder mitgebracht, da geht das ganz gut. Also das, trotz dieser kurzen Brennweite stellt dieses Objektiv sehr gut frei. Und natürlich, klar, je näher man an das Objekt rangeht, desto besser ist diese Freistellung. Aber natürlich umso mehr ist dann diese Verzerrung. Also halt diese typische Weitwinkelverzerrung im Gesicht. Das wird man, an einem Bild habe ich das auch fast schon übertrieben, einfach nur um diesen Effekt zu zeigen. Aber wenn man in einer normalen Distanz bleibt, irgendwie, dann ist es auch okay. Irgendwie. Man kann schöne Porträts damit machen, nur man hat einfach viel mehr Hintergrund. So, das muss man natürlich wissen. Mhm. Aber durch die Offenblende kann man das Model schon sehr gut freistellen. Also ich finde, das hat ganz gut geklappt. Ja. Und man kann sich ja einen ruhigen Hintergrund auch suchen. Also wir stehen ja nicht unabsichtlich hier vor dieser Wand, sondern auch gesagt, okay, das sieht ja halt ein bisschen ruhiger aus als sonst hier in der Umgebung. Insofern, im Zweifel sucht man sich halt eine Stelle, wo das eben ganz gut funktioniert. Ne? Also für alle, die
die so beim Fotografieren vielleicht ein bisschen neuer sind. Also der Abstand zwischen Sensor und Motiv und der Abstand zwischen Motiv und Hintergrund beeinflusst bei identischer Blende, wie stark ist die Unschärfe im Hintergrund oder eben auch nicht. Insofern. Genau. Und ja. Ich bin mit meinem Model Lisa, schöne Grüße übrigens, wir sind an die neue U-Bahn hier Elbbrücken gegangen, ja, und da habe ich einfach einen sehr schönen weiten Hintergrund. Also der ist ohnehin halt weit und das habe ich dann natürlich versucht mit Absicht einzubauen, wie man dann in den Bildern dann gleich sehen wird. Und da klappt das schon ganz gut. In dem einen Versuch, also Versuch sage ich jetzt bei dem einen Foto, hat es nicht so gut geklappt, aber bei den anderen halt trotzdem sehr gut. Also das so, ich war zufrieden auf jeden Fall. Und wie ist so der Bildlook? Also wie ist so dein erster Eindruck der Fotos, die du jetzt angeguckt hast? Achso, der Fotos, okay. Ich dachte schon kurz, der Kamera. Zum Look der Kamera können wir gleich noch was sagen. Kommen wir auch noch gleich. Ja. Auf jeden Fall, ich mag es. Ich habe tatsächlich, wie gesagt, eigentlich bin ich mit 50 mm eher unterwegs und das ist so der Look, den ich halt sehr gerne mag bei Porträts. Und hier ist dieses, man hat viel mehr halt drauf, aber ich mag es. Es hat einen Charme irgendwie, der mir halt sehr gut gefallen hat. Als ich die Kamera bekommen habe, als Helmut da uns das halt vorgeschlagen hat, war ich so, 28 mm bei Porträts, weiß ich nicht, ob das gut klappt irgendwie, aber ich war wirklich schwer begeistert. Ich habe auch meine Ergebnisse, zeige ich auch immer meinen Models, also ich habe wie gesagt zwei Mädels damit fotografiert und also ich bespreche mich immer mit den Leuten, also immer so ein Feedback, wie gefällt dir das, was kann man vielleicht anders machen und so weiter und so fort, für mich gehört das dazu und ich hatte ein bisschen Angst, dass sie dann sagen, irgendwie von wegen, das sieht irgendwie komisch aus, das verzerrt oder irgendwie sowas. So Pfannkuchengesicht-mäßig. Genau. Eigentlich ist es umgekehrt, so, es wird ja kein Pfannkuchen, sondern es wird das spitzer. Wenn in der Mitte, ja. Genau. So, genau. Wenn du ganz genau in der Mitte bleibst. Wenn man in der Mitte bleibt. Ja. Also es verzerrt dann schon an den Kanten natürlich, ein bisschen durch den Weitwinkel. Aber auch die waren sehr, sehr zufrieden und mochten diesen Look. Und da war ich schon, fühlte ich mich bestätigt, weil ich mochte den Look halt auch sehr gerne. Wie gesagt, dass ich das bekommen habe, dachte ich, okay, ist nicht so die typische Porträtblendenweite, aber es klappt sehr gut und man muss sehr nah rangehen, das stimmt. Aber okay, das ist ja ohnehin, schafft ein bisschen mehr Nähe. Klar. Also man kann damit nicht irgendwie, also sneaky fotografieren, irgendwie, dass jemand das nicht mitbekommt, das geht nicht. Also in der Street-Fotografie sicherlich, aber da ist die Abbildung einfach geringer. Ja. Diese 47 Megapixel, Kleinbildsensor, reichen die gerade so eben oder braucht man eigentlich mehr? Also gerade so, also ich finde, da sollte Leica noch ein bisschen an sich arbeiten und ein bisschen mehr verpassen. Also ja, ist natürlich Quatsch, also 47 Megapixel ist mehr als genug, das kenne ich ja schon, das ist ja der gleiche Sensor wie bei der SL2, den kenne ich ja nun zu Genüge mittlerweile und man kann da reinkroppen ohne Ende, also das macht die ja auch, also die hat ja so eine Art digitalen Zoom, aber es ist ja kein richtiger Zoom, die kroppt halt nur die Bilder und das ist so ein Fake-Zoom irgendwie. Also, genau. Habe ich nicht verwendet, weil ich davon nichts halte. Ja. Denn im Endeffekt, wenn ich das möchte, dann kann ich das auch am Computer immer noch irgendwie zuschneiden. Und von daher finde ich das eine überflüssige Spielerei. Aber die 47 Megapixel, die erlauben halt auch, dass du jederzeit irgendwie in das Bild reinzoomen kannst und das anders zuschneiden kannst. Also die Reserve ist da. Und persönlich bin ich sogar der Meinung, braucht kein Mensch, weil man einfach mit weniger ebenfalls gute Ergebnisse hinbekommt. Und wenn man das in JPEGs umwandelt, dann merkst du diesen Unterschied ohnehin nicht mehr. Ja, und man darf immer nicht vergessen, du brauchst im Zweifel einen neuen Rechner. Ne? Ja, genau, das stimmt. Also neue Kamera kaufen ist jetzt für die Leica-Fotografen, die sagen, okay, ist egal, was kostet die Welt. Ihr habt ja gesehen, wie Matthias hier zu Beginn des Videos gestanden hat. Dann kaufe ich halt einen neuen Mac Pro. Ja. Was soll's, die ist ja nicht so teuer. Ja. Aber in Wahrheit ist natürlich so, tatsächlich, du brauchst mehr Speicherplatz, mehr Rechenkapazität und so weiter, wenn die Auflösung steigt. Da muss man sich halt immer fragen, ist das notwendig für meine Art der Fotografie oder kann ich nicht auch mit weniger auskommen? Also ich habe ein
eine Rohdatei hier sind 85 Megabyte ungefähr. Mhm. So, und das ist schon eine ganze Menge. Also, wenn ich bei einem Shooting 200 Fotos gemacht habe, was durchaus realistisch ist, ist ja normal, dann habe ich wirklich so viele, so eine Datenmenge produziert. Also das ist schon richtig viel. Und also mein Mac, den ich zu Hause habe, er ist jetzt auch nicht der neueste, aber auch nicht der älteste. Er ist, ich würde sagen, gut. Also bevor ich die Leicas hatte, irgendwie würde ich sagen, der war vollkommen ausreichend. Ja. Aber jetzt merke ich schon irgendwie, dass Photoshop doch ein bisschen länger braucht, um das alles zu verarbeiten, Bilder zu öffnen und so weiter und so fort. Und von daher, also das muss man natürlich wissen, wenn man sich so einen Sensor halt ins Haus holt, dass da halt die Datenmengen doch extrem größer werden. Ja, ja klar. So, jetzt kommen wir mal zu etwas, was ja wahrscheinlich die meisten interessiert, also Preis und sowas ist egal, aber was ist der Reiz dann? Also fasst die sich besonders gut an? Ist das Gehäuse besonders hübsch oder warum könnte die Q2 für irgendjemand, der hinzuguckt, da sein? Ja, also tatsächlich, sie ist echt besonders hübsch, wenn man das sagen kann. Ich weiß, das klingt irgendwie so nach so einem Leica-Fetischismus und ich werde ja von Leica leider nicht bezahlt, also falls das jemand hört, aber ich mag diese Kameras tatsächlich. Ich mag sie optisch, ich mag sie haptisch. So, der Preis ist, da brauchen wir nicht drüber zu reden, Leicas sind teuer und das weiß auch jeder, aber sie haben trotzdem mal eine gewisse Faszination und die ist auch begründet in meinen Augen. Also die Haptik ist toll, die Verarbeitung ist erste Sahne. Da kann man wirklich nicht sagen, dass sie irgendwie schlecht verarbeitet werde. Alles flutscht, alles passt so, wie es sein soll. Es schmatzt und flutscht und es ist kein Spiel, kein labriges Zeug irgendwie. Also es ist wirklich, die Qualität ist top, kann man nicht anders sagen. Ja, verstehe. So, jetzt würde ich ja sagen, die Haptik ist für mich optisch, von hier, wenn ich hier hingucke, finde ich es erstens nicht schön. Und zweitens kann ich mir nicht vorstellen, dass die Haptik gut ist, weil wir reden ja von einem relativ kastenförmigen Gebilde, was gar nicht gut in der Hand liegen kann, weil es ist ja so, flach. Also die Form ist ja so ein bisschen so wie bei einer Leica aus den 30ern, wie die Ur-Leica. Ja, genau. Und deswegen kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das irgendwie gut in der Hand liegen soll. Also, dass das Verarbeitung top ist und so weiter, glaube ich alles sofort. Aber gut in der Hand liegen, habe ich doch meinen Zweifel. Ja. Gib mal her, der Gerät. Das stimmt auch mit dem in der Hand liegen. Okay. Mhm. Ja. Okay, was ohne jeden Zweifel hilft, ist hier vorne diese Griffwulst, die hier dran ist. Die nicht original ist. Die ist dazu gekauft. Das ist also ein Handgriff, den Helmut dazu gekauft hat, damit man es hier überhaupt anfassen kann. Weil normalerweise ist die Leica, das Gehäuse ist so, wie ich es mir vorstelle, ganz nämlich genau, so ganz hier genau. Und flach und an den Ecken rund. Ja, gut, und deswegen, also nicht anfassbar, könnte man sagen. Ja, es ist anfassbar, aber nicht so wirklich handlich. Und deswegen hat Leica sich irgendwie so was Schönes ausgedacht. Nämlich, also erstens kann man diesen Griff dazu kaufen. Ja. Es gibt auch für die M-Reihe, das ist für die Q genau das Gleiche, gibt es so eine Art Daumenstütze. Also ja, die hier oben reinkommt, wo der Windschutz drin ist. Kostet original bei Leica 200 Euro oder was? 250 Euro, ganz genau. Also da sind die schon clever bei Leica, so ist das nicht. Mhm. So, ich habe die Kamera das erste Mal in der Hand. Ich sehe als erstes mal, es gibt gar keinen Moduswahlrad. Also wie komme ich hier in den manuellen Modus oder die Automatik? Geht das nur über das Menü? Nein, man schaltet es hier ein und dann drückst du auf Menü und dann hast du ein Touch-Display und dann kannst du alles verstellen. Genau, also es geht über das Menü und den Touchscreen. Verstehe. Mhm. Okay, Szenenprogramme kann ich auch auswählen. Ja. Ich klicke hier nur mal so kurz drüber, um mal zu gucken. Bedienung ist tatsächlich eher idiotensicher. Also ich habe jetzt, das Menü hatte ich zum ersten Mal bei der Leica SL und ich kam damit sofort zurecht. Also ja, und das ist auch flüssig, muss man sagen. Ja. Also das ist hier schon flüssig. Ich kann auch reinzoomen hier per zwei Finger. Ja, das ist nicht ganz so flüssig, sage ich mal, aber das funktioniert aber bei der SL2 auch nicht so flüssig. Gut. Manchmal nicht. Okay, ich verstehe. So, Streulichtblende vorne ist integriert, weil Objektiv ist ja fest. Genau. Ja. Hier hat man so ein. Ja, das ist eine Additierung, dass du das nicht zufällig verstellen kannst. Du musst diesen Knopf da reindrücken und dann kannst du erst verstellen. Okay, verstehe. Mhm.
Ja. Und Makro hat es auch. Also wie gesagt, Haptik würde ich jetzt sagen, ist jetzt nicht die allerschönste Haptik. Ist jetzt nicht der schönste Fingerschmeichler, den ich jemals in der Hand hatte an Kameratechnik. Aber ja, ich kann natürlich verstehen, dass Menschen fasziniert sind davon. So. Und das geht dir ja auch so, aus irgendwelchen Gründen. Ja. Mich packt dieser Virus aus irgendeinem Grund nicht. Vielleicht auch, weil mein Bankkonto nicht so voll ist wie deins. Wer weiß das so genau. Aber irgendwie kann ich den tatsächlich nicht so viel abgewinnen. Aber das ist ja okay. Mein Gott, wäre schade, irgendwie, wenn alle das gleiche schön. Dann würden wir alle VW Golf fahren. Ganz das fahren genau, eh schon genug ganz damit. Genau, ne? Ganz so, genau. Klar. Ja. Von daher ist es vollkommen in Ordnung. Total klar. Ja. Und was den Preis angeht, das ist ja immer so bei der Diskussion mit Leica, kommt immer die Diskussion mit dem Preis, aber ja, ganz ehrlich, das ist, okay, das muss jeder für sich selber entscheiden. So, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wo wir beim Thema Preis sind, also 5.000 und ein paar zerhackte neu? 4.8. 4.8 nur, okay. Also, bin ich der Meinung. Ja, also kann sein. Also ungefähr 5.000 Euro, sage ich mal. Machen wir uns nichts vor. Das ist für manche Menschen, das muss man ganz klar sagen, ist 5.000 Euro wie für uns 50. Das gibt es auf der Welt. Ja, ja, dazu gehören wir nicht. Genau. Und ich glaube, Helmut gehört auch nicht dazu. Aber das ändert gar nichts daran, wenn man Spaß daran hat. Ich meine, es macht keinen Sinn, sich Dinge nicht zu kaufen, wenn man an ihnen Spaß hat, wenn man daran Freude hat und so weiter. Wenn man sagt, es ist mir zu teuer. Wenn man sich das leisten kann, lieber das Geld ausgeben, weil mitnehmen kann das keiner. Das ist wohl hoffentlich jedem klar. Ist so. Also wie meine Oma immer sagte, dein Sack hat keine Regale. Und von daher, ich musste auch lange sparen, um meine M zu kaufen. Ja. Und das war es mir halt wert. Ich trinke dafür nicht, ich nehme keine Drogen. Also mein Gott, irgendwie, dann kann ich das für eine Leica ausgeben. Klar. Die immer gleiche Frage, die ich mir am Ende von solchen Videos stelle, ist, für wen ist die Kamera jetzt was? Also wem kann man die Kamera ans Herz legen, für wem ist die empfehlenswert? Weil kein Wechselobjektiv, so ein bisschen ungewohnte Bedienung wahrscheinlich, ein bisschen ungewohnte Haptik. Warum könnte die vielleicht trotzdem für den einen oder anderen was sein? Für jeden, der Spaß an der Fotografie hat. Okay. Also ganz klar. Also, ist klar, man muss natürlich die 28 mm mögen und wissen, dass man damit halt, ich weiß nicht, halt keine Sachen halt in der Ferne fotografieren also kann. Also auf Safari damit fahren kann man zwar, aber man fotografiert halt keine Löwenporträts dann. Außer also wenn dann nur mutig. Einmal halt irgendwie und das war es dann halt. Also der Löwe muss dann schon sehr nah dran gehen. Ja. Aber tatsächlich, also für mich wäre die Kamera auch was, also durchaus, aber halt als Zweit- oder Drittkamera. Also das wäre halt nicht meine Hauptkamera, definitiv. Und das ist auch so mein Eindruck, sowohl was die Leica Q, also die 1 betrifft, als auch jetzt die Q2, die haben die allerwenigsten wahrscheinlich als Hauptkamera, sondern so als Zweitkamera zum immer dabei haben, um auf der Straße zu fotografieren, um auf Reisen vielleicht auch mal ein bisschen Architektur fotografieren zu können, weil die 28 mm schon natürlich relativ weitwinklig sind. Ja. Auf Safari hat man im Zweifel eben was anderes dabei. Genau, sollte man zumindest. Mhm. Und die ist halt auch schön leicht, also zum Beispiel auch mit meiner M im Vergleich ist sie leichter und fühlt sich halt auch irgendwie so ein bisschen kleiner an. Ich habe das gar nicht so gegengehalten, aber ich meine, die ist ein bisschen kleiner. Ja. Und natürlich auch gar kein Vergleich zu der SL, weil die SL ist natürlich ein richtiger Klopper. Klar. Okay, so, wir müssen sie natürlich jetzt wieder abgeben. Was ist das Fazit nach einem Tag Leica Q2? Ich hätte gerne 2 Tage. Oder auch mehr. Also tatsächlich hat mich die Kamera sehr begeistert, muss ich sagen. Also für die kurze Zeit, die ich sie hatte, wie gesagt, trotzdem Leica. Also es kann meckern sein, dass ich sie nur für einen Tag hatte, sondern wir sind froh, dass wir sie überhaupt halt probieren durften. Aber sie ist wirklich eine tolle Kamera. Mich würde tatsächlich die monochrome interessieren, also die monochrome Ausgabe. Ja, weil, das haben wir auch schon gesehen, viele der Fotos, die du geschickt hast, wie sind die umgewandelt? In Schwarz-Weiß. Ich habe extra eins in Farbe da gelassen, einfach nur um das zu zeigen. Aber tatsächlich bin ich halt jemand, der zu 99% beinahe irgendwie in Schwarz-Weiß-Modus fotografiert. Und deswegen wäre die Chrom für mich eigentlich eine logische Schlussfolgerung, wenn ich die ohnehin so als Zweit- oder Drittkamera hätte. Ja. Und das würde mich schon interessieren. Also auf jeden Fall kann ich sagen, klar. Abgesehen von dem Preis, ist eine tolle Kamera und jeder, der Spaß an der Fotografie hat, kann sie sich kaufen und wird auch Spaß damit haben. Mhm. Also das will ich damit sagen. Ja, Matthias, vielen lieben Dank an Helmut natürlich nochmal, dass wir die Kamera ausprobieren konnten. Und wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wir hoffen, ihr wart begeistert von den Bildern, so wie Matthias. Wenn ihr eine Leica Q habt, schreibt es in die Kommentare, was ihr mit eurer Kamera so macht. Das würde uns auch interessieren. Wofür benutzt ihr die? Genau. Und dann wünschen wir euch ganz viel Spaß weiter auf dem Kanal und dir vielen Dank, Matthias. Ja, und geht auch fotografieren. Nur 3 Leicas? Echt? Deine Armut kotzt mich an. Ja. Okay, das sollte 5 Minuten sein. Ja. Wir haben so an so einen Sonntag gedacht, dass hier alles in bester Ordnung ist. Und hier ist es schlimmer als auf der Autobahn. Ja. Hey! Ja, ist gut, Alter. Da sind da, ne?
Und das ist auch so mein Eindruck unter denen, die die Leica Q haben. Also sowohl die, machen wir nochmal neu. Also beim nächsten Mal versuchen wir die Straße hier zu sperren. Oh Scheiße, jetzt muss ich gleich wirklich abblenden. Guck mal darüber. Ey, das habe ich im Leben nicht gedacht, dass ich so viele Autos vorbei kommen. Frag mich, was hier los ist. Ja. Also bei uns am Autobahnstreifen hätten wir entspannter drehen können. Ja. So, okay, wir machen die Abmoderation. Ja. So, das ist schon mal okay, das hat geklappt, im Sack. Tatsächlich. Irgendwas just im Sack. Just in time. So. So, okay, willst du die Dinger abhängen oder willst du die Ohren abhängen? Ja, wir hängen die ab. Das ist sonst albern, ja. Meinst du, ich muss mal reinhören? Nee, ne? Oh, Frankie, hältst du mal kurz rein. Na klar.